Hallo Leute und herzlich willkommen, ich wünsche einen fantastischen Tag zu einer weiteren Folge mit mir, eurem Philippe, und heute mal wieder eine ganz, ganz, ganz besondere Folge, nämlich möchte ich euch heute meine neueste technische Errungenschaft vorstellen, nämlich ein kleines, liebes Apfelprodukt. Oh Leute, ja, ich möchte euch dieses Gerät vorstellen, das ist das MacBook Pro mit Retina Display im 13 Zoll Format. Ich möchte euch vorstellen, was das Gerät so drauf hat, ich möchte euch das ein bisschen zeigen, was die Anschlüsse betrifft. Und ich möchte euch sagen, warum ich mir das überhaupt gekauft habe. Ja, stellt sich natürlich die Frage, warum kein Windows, warum ein Mac? Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Hands-On. So, liebe Leute, da sind wir auch schon mit dem Gerät in der Hand. Und ich möchte als allererstes mal auf das Design eingehen. Wir haben hier ein wundervolles Aluminiumgehäuse mit dem schönen Apple-Logo, das natürlich auch leuchtet, wenn man das Display aufklappt, beziehungsweise wenn man zuklappt, dann verschwindet das Leuchten. Das Ganze in einem sehr smoothigen Aufscheinen und wieder abscheinen, nenne ich es mal. Genau, wir haben ein Aluminiumgehäuse, das ist ein Unibody-Gehäuse, das heißt, wir haben ein Gehäuse, was aus einem Aluminiumblock gefräst wurde und sämtliche Anschlüsse, also die Löcher für die Anschlüsse, wurden im Nachhinein rausgefräst und dadurch gibt das ein sehr kompaktes, schönes, edles Teil mit einem wundervollen Design. Und ich muss sagen, wenn man das jetzt so hält, und zur Uni rennt oder meinetwegen einfach nur in den Park, um da ein bisschen mit dem Computer rumzudödeln. Oder auch einfach nur zum Sofa, ne? Um ein bisschen auf dem Sofa zu chillen. Dann fühlt sich das alles sehr gut an, sehr kompakt. Wenn ich das vergleiche mit meinem anderen Laptop, dann ist das meilenweit besser. Ja, genau. Wir haben ein paar Anschlüsse. Ich schau mal. Wir haben hier auf der rechten Seite ein USB 3.0 Anschluss. Der soll auch problemlos USB 2.0 erkennen. Dann haben wir hier einen HDMI-Ausgang. Das heißt, wenn wir einen zweiten Bildschirm haben möchten, um das Ganze vielleicht ein bisschen größer darzustellen, können wir hier einen HDMI-Anschluss nutzen. Dann haben wir hier einen SD-Kartenleser. Ich glaube, das ist sogar ein sehr fortschrittlicher SDHC. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Ich werde gleich mal austesten, wenn ich das Videomaterial von der Kamera auf das MacBook lade. Werde ich das Ding mal testen. So, vorne haben wir gar nichts. Nur natürlich diese Einkerbung, um das Display zu öffnen. Dann haben wir auf der Seite, muss ich selber mal schauen, genau, da haben wir den MagSafe 2 Anschluss. Das ist ein sehr cooler Netzwerkanschluss, also um sein MacBook zu laden. Das ist ein magnetischer Stecker, das heißt, wenn man jetzt die Leitung hier einfach mal rüber hängen hat und irgendwer ist so blöd und läuft daran vorbei und zieht an dem Kabel, dann löst sich das sehr schnell, ohne dass das MacBook mitgezogen wird. Genau, daneben haben wir zwei Thunderbolt-Anschlüsse. Die kann ich bis vor einigen Tagen auch selber noch gar nicht. Das sollen sehr, sehr schnelle Anschlüsse sein, irgendwie 10-mal schneller als USB 3.0. Daran kann man verschiedene Dinge anschließen, wie zum Beispiel externe Grafikkarten, externe Laufwerke und so weiter und so fort. Könnt ihr ja mal bei Google eingeben, Thunderbolt 2 Anschlüsse sollen sehr genial sein. Ich weiß selber noch nicht viel darüber, ich werde mich noch ein bisschen schlau machen. Und dann haben wir noch einen USB 3.0 Anschluss, der auch, wie der auf der Seite, USB 2.0 unterstützen soll. Genau, dann haben wir hier noch einen Klinkenanschluss, 3,5 mm für Kopfhörer und so weiter und so fort. Habe ich selber schon ausgetestet, funktioniert einwandfrei. Und ich weiß nicht, ob man es hier sieht, aber das sind noch zwei ganz, ganz kleine Punkte für ein internes Mikrofon, das ich selber noch nicht getestet habe. Aber ich denke mal, wie das gesamte Produkt, wird das schon ganz ordentlich sein. Unten haben wir noch, ich weiß nicht, ob man das hier so gut sehen kann, da haben wir hier Lautsprecher, genauso wie hier. Und ich muss persönlich sagen, die hören sich fantastisch an. Also die hören sich wirklich sehr, sehr gut an. Das heißt vor allem, wenn man das auf den Boden legt, beziehungsweise auf den Tisch liegt, dann ja, schallt das von der Oberfläche ab und strömt nach oben in die wundervollen Ohren. Hallo! Ja, dann haben wir das Gerät hier selbst. Ich habe es mal aufgeklappt. Hier seht ihr schon, wie das Ganze aufgeklappt aussieht. Wundervoll, wunderschön und einfach fantastisch. Ich liebe es, wie dieser Bildschirm, was der für einen Widerstand hat. Man kann es mal demonstrieren, wenn ich das hier auf den Tisch lege und ich klappe es auf, dann kann man sehen, dass das Notebook einfach mal stehen bleibt. Das ist bei vielen nicht der Fall. Bei vielen braucht man einfach mal zwei Hände. Das heißt, man hält mit der einen Hand das fest und zieht das dann auf. Das ist bei vielen anderen Laptops der Fall, bei dem hier natürlich nicht. Ein wundervolles Produkt. Wir sehen hier auch, wie das Apple-Logo jetzt hier leuchtet. Ich will gar nicht so positiv klingen, aber ich muss sagen, der erste Eindruck von diesem wundervollen Teil gefällt mir schon sehr, sehr, sehr gut. Hier haben wir auch das super geile Force Trackpad. Dazu kann ich mal erzählen, normalerweise
hat man ja ein mechanisches Trackpad. Das heißt, wenn man klickt, dann wippt das so nach unten und es wird ein Klick ausgelöst. Das ist eine ganz neue Technik. Da ist ein kleiner Vibrationsmotor drin. Das heißt, der erkennt anhand meines Drucks, ob ich klicke oder nicht und gibt mir ein kleines Feedback. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ist ultimativ geil. Ihr müsst mal bei MediaMarkt oder bei Saturn oder wo auch immer ihr euer Technikkram kauft, müsst ihr mal hingehen und dieses Trackpad ausprobieren. Das ist einfach wundervoll, Leute. Also wenn ich das vergleiche mit meinem alten Laptop, ist das Ding einfach mal ultimativ geil. Aber ich glaube, ich werde dazu mehr sagen in meinem Fazitvideo, was dann in einigen Wochen kommen wird. Tastatur auch sehr ordentlich, macht sehr viel Spaß darauf zu schreiben, genauso wie die Hintergrundbeleuchtung. Ich hatte es zwar jetzt noch nicht im dunklen Zustand, also heute Abend werde ich sehen, ob das wirklich so toll ist, aber es sieht alles schon sehr schnieke aus, genauso wie dieses faszinierende Retina-Display. Das hat eine sehr, sehr hohe Auflösung. Ich kann es nicht genau sagen, ich glaube, es sind 2600 mal 1600 oder so. Ich schreibe es unten in die Videobeschreibung rein, da seht ihr nochmal alle hardware-spezifischen Dinge. Ich denke mal, das war's von meiner Seite aus, von diesem kleinen Hands-on. Jetzt kommen wir zu meinem, warum ich mir das überhaupt gekauft habe und zu meinem, Endfazit. Also, bis gleich. So, nun haben wir das Gerät ausgiebig getestet, das gute Stück, was es so unter der Haube hat. Und jetzt möchte ich einfach mal darüber ein wenig sprechen, warum ich mir dieses wundervoll anzufassende Gerät hier überhaupt besorgt habe. Brauche ich das überhaupt? Nein, ich brauche es wirklich nicht. Ich habe einen Standrechner, einen relativ guten, darauf zocke ich ja, darauf mache ich meine Gaming-Videos, meine Let's Plays. Dann habe ich noch einen Laptop, einen ganz normalen Standard-Laptop von Asus mit, keine Ahnung, 8 GB Arbeitsspeicher, einen Prozessor mit Grafikkarte und den ganzen Kram, was man denn da so alles drin haben muss. Aber ich muss natürlich sagen, auf dem Laptop arbeite ich sehr, sehr, sehr ungern. Das ist nur so notdürftig, falls mal mein Standrechner besetzt ist von irgendwelchen Leuten, die hier auch wohnen. Ich notdürftig auf den Laptop, notdürftig auf den Laptop ausweichen muss, dann nutze ich den Laptop, macht aber keinen Spaß, Leute. Und da ich so ein Technik-nah bin und eigentlich Apple sehr, sehr gute Produkte haben soll, was alle mal sagen, und die Preise spiegeln das ja auch eventuell wieder, also es ist teuer, dann denkt man, oh, teuer gleich gut. Dazu kann ich noch nicht so viel sagen. Ich hatte jetzt vielleicht 2-3 Stündchen das Vergnügen, mit dem Gerät ein wenig herumzuspielen. Ich muss sagen, es macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist sehr cool. Es sieht schon mal echt geil aus. Also es sieht wesentlich geiler aus als Windows. Und das, was mir so schon aufgefallen ist, es kommt mir auch schon fast besser vor als Windows. Also ja, kann man nach 2-3 Stunden nicht sagen. Aber die Funktionen sind echt schon gut. Es ist natürlich kein Gaming-Laptop, es ist einfach nur zum Arbeiten da, das soll es auch sein. Ich möchte damit gerade, was jetzt zum Beispiel YouTube betrifft, vielleicht Videos schneiden. Ich denke mal, dieses Video, was ihr gerade seht, werde ich auch auf diesem Gerät schon geschnitten haben. Es gibt ja viele kostenlos selbst dafür, wie zum Beispiel iMovie, dann Pages, Notes, bla bla bla, alles mögliche. Ich werde dazu wahrscheinlich noch ein Review-Video machen, also so ein vollständiges Video, ob mir das Gerät überhaupt gefällt. Vielleicht werde ich so in einem Monat ein Video dazu machen und so ein Fazit ziehen. Hat es sich gelohnt, diese 1300 Euro für dieses Gerät auszugeben? Das werde ich euch dann mitteilen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, diesen kurzen Einblick in dieses wundervolle technische MacBook Pro Retina Display mit 13 Zoll. Wenn ihr Fragen zu diesem Gerät habt, dann schreibt es mal unten in die Kommentarfunktion. Und wenn ihr mehr von diesem schicken Teil sehen wollt, dann schreibt es rein, was ihr davon sehen wollt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, unten rein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Haut rein, euer Philly Boy. Bleibt mir MacBook Pro!